Gottes Willen! Und Anton krätscht das Ding weg. Oh, das kommt sogar lang auf Förster. Jetzt vielleicht mal hoch mit dem Ding. Spiel einen Ball. Kalajdzic komplett frei. Der macht ihn nicht. Er macht ihn nicht. Schön Grätsche von Anton nach vorne. Förster geht vorbei und dann hat er richtig Freiraum. Frei 11 Meter vom Tor und schiebt ihn halt, ja, ein bisschen unentschlossen. Bisschen arg einfach schiebt ihn in die Hände von Castells. Ma, das Ding. Das Ding hat er schon mal gemacht. Sehr, sehr schade. Da hätte das 1-0 sein können, / müssen. Ossijow, Flanke kommt nicht durch. Ball kommt nach hinten. Schlager zieht ab. 1-0 für Wolfsburg. Das, ja, das war ein ganz schöner Strahl. Das war ein Strich von Schlager. Flanke Roussillon rausgeklärt und ist halt, ne, Schlager der Erste, der rankommt. 20 Meter frei vor dem, frei vom Kasten. Kempf klärt halt genau in die Mitte. Und den, ja, das ist halt eiskalt, ne, das ist halt ein Strahl, ein Strich. Annahme, Fub. Da kann auch nur Kurbel hinterher gucken, da machst du nichts. 1-0 für Wolfsburg. Sehr schade, auch einfach ein bisschen unnötig. Weil bisher war es schon recht ausgeglichen. Bisher gehe ich voll damit in Ordnung, wie wir hier spielen, aber einfach unnötig. Oh, schön, Massimo. Hand vielleicht. Brooks, wer weiß. Typische Handdiskussion, man kennt sie. Was ist jetzt los? Okay, Massimo, jetzt Ball. Ich weiß nicht, ob es an der Hand war. Es war doch eher Brust, oder? Müssen wir nochmal gucken jetzt. Massimo in der Slow-Mo. Ja, ist schon Hand. Ist schon Hand. Das gibt Elfmeter, Boys. Das gibt dann schon Elfmeter. Tatsächlich. Er pfeift Elfmeter. Die schönen alten Handelfmeter. Wir lieben sie einfach. Ja, ist halt schon, ja, das kannst du halt schon pfeifen als Handelfmeter. Ist einfach schon so. Safe kannst du pfeifen. Massimo will vorbeigehen. Elfmeter bleibt auch nach Besprechung mit dem VAR. Mal gucken, wer den treten darf. Oh, Fipsi Förster steht bereit. So ein Ding ist das. Fipsi Förster steht bereit. Elfmeter, das wäre natürlich dann der bisher leistungsgerechte Ausgleich hoffentlich. Komm und Förster, auf. Mach das Dingen. Saison Nummer 3, auf geht's. Wird angepfiffen. Jetzt, komm Junge. Oh, er hält ihn. Um Gottes Willen. Ach du heilige Scheiße, Digga. Ach du heilige Scheiße, Mann. Der ist schon nicht gut geschossen, gehalten. Und dann haut er den Nachschuss auch noch drüber, Digga. Leeres Tor. Für uns gut im Sinne von 7. Platz Konkurrenz, am Ende des Tages aber auch ja scheißegal. Ja, am Ende des Tages auch scheißegal, weil Weghorst das 2-0 macht. Nach Flanke von Brekalo 2-0 Weghorst. Das ist halt der Unterschied zwischen einer Mannschaft auf Platz 3, bei der es die ganze Saison so dir läuft, und zwischen einer Mannschaft, die halt weiter Aufsteiger ist. Oh mein Gott, Digga, du verschießt einen Elfmeter und kriegst 3 Minuten später das 0-2. Also der Abend, der wird nichts mehr, Digga. Ist einfach so. So eine dumme Scheiße, der Abend ist einfach jetzt schon durch. So wie das Spiel bisher läuft, Mann. Das ist ein Unentschieden-Spiel bisher. Du vergibst einen Elfmeter zum 1-1 und kriegst direkt danach das 0-2. Dann ist das Thema halt erledigt heute Abend. Tut mir leid. Dann will das Spiel heute nicht. War wieder peinlich von uns. Das meine ich gar, finde ich gar nicht. Ich finde, wir spielen heute vollkommen in Ordnung. 4-6 Torschüsse, 71% Ballbesitz. Kommen gerade eben die Statistiken rein. Also ich bin heute wirklich dabei, dass du wirklich, du spielst heute absolut in Ordnung. Für die Mannschaft, die auf dem Platz steht, spielst du vollkommen in Ordnung. Es müsste hier auch eigentlich gerechterweise unentschieden stehen, aber es tut's halt nicht. Weil Wolfsburg halt eiskalt ist. Top-Team, 3. Platz. Und weil wir halt mit dem Elfmeter halt zu blöd waren, selber auf Ausgleich zu stellen. Auf Unentschieden, auf 1-1 zu stellen. Aber ich würde heute der Mannschaft gar nicht so krass viel vorwerfen. Schön, Förster runter auf Massimo, bleibt am Ball. Hoch auf. Ja, Koulibaly hat richtig viel Platz. Machen rein jetzt! Er macht ihn nicht, Mann! Alter! Also tut mir leid, aber wenn du halt solche Chancen nicht machst, dann bist du halt selber schuld, Mann. Dann nimmst du auch heute nichts mit. Du hast schon 200%. Ne, 3. 300%ige liegen gelassen. Kalajdzic, Elfmeter plus Nachschuss. Ich werde einmal den Nachschuss als 100%ige. Und jetzt eben gerade Koulibaly, der übrigens auch komplett frei durchkommt. Weil du kommst tatsächlich durch diese eigentlich so starke Wolfsburger Abwehr, kommst du durch bisher.
Beide Abwehrreihen lassen bisher sehr viel Luft da manchmal. Kubai auch übrigens sehr, sehr frei gewesen. Das war, glaube ich, auch eine deutlich, deutlich bessere und krassere Parade von Castells. Jetzt im Vergleich zu der Szene von Kalajdzic vorhin. Also muss man da, glaube ich, auch den Hut vor Castells ziehen. Aber trotzdem, da ist schon 300%ige Chancen. Prekalor spielt den Ball hoch. Ja, 3-0. Leck mich am Arsch, Mann. Ey. Ja, Karasor, langer Ball, der köpft den sich irgendwie selber an den Fuß oder an Weghorst. Pregalo kommt vorbei an Anton, legt ihn hoch und dann ist keiner bei Gerhard und er macht halt auch eiskalt links oben in den Knick. Geil, 3-0. Super. Freut mich. Macht richtig Spaß. So eine dumme Scheiße, Digga. Es war wirklich in der gesamten zweiten Halbzeit ist bisher auch noch nichts passiert. Du hattest keine Chance, Wolfsburg hatte keine Chancen. Es ist nichts passiert in der zweiten Halbzeit. Erste Chance Wolfsburg drin, 3-0. Du wirst am Ende des Tages hier wieder, keine Ahnung, mit einem X-Goal mehr wirst du hier am Ende des Tages landen und trotzdem verlieren. Castro, Endo, ja, Didavi kriegt ihn durch. Abschlusspfosten! Jetzt triffst du auch noch einen Pfosten, Alter. Krankheiten heute. Wie viel Pech kannst du in der Offensive haben? Also Pech und Unfähigkeit gleichzeitig. Alle, ja, so ein bisschen leere Gesichter, ne? Förster mit dem leeren Gesicht gerade auf der Bank. Kalajdzic auch alles ein bisschen leere Gesichter. Langer Ball nach vorne. Vielleicht kommt einer hin. Nee. Oh, Castells mit dem Fehler. Koulibaly kriegt ihn durch. Kolinov. Ach, meine Fresse. Jetzt mal ohne Witz, ey. Jetzt ist das Tor doch auch schon wieder leer gewesen. Das Tor war schon wieder leer. Das Tor war wieder leer. Und du kriegst es wieder nicht hin, wenigstens. Du kriegst nicht mal den Ball aufs Tor. Das Tor ist leer und du kriegst den Ball nicht mal aufs Tor geschossen, weil du doch noch irgendwie gestört wirst von den Wolfsburgern. Es ist so dermaßen unglücklich heute. Karasor, Anton, Endo, Castro. Abschluss abgefälscht. Wir machen das Ehrentor. Ehrentreffer. 1 zu 3. Durch einen abgemurksten, abgefälschten Fernschuss von Castro. Was soll das Spiel besser beschreiben als das? Du kannst dir die besten Chancen rausspielen, du kannst dir wirklich auf Augenhöhe agieren über die meiste Zeit. Einfach nur hinten liegen, weil du halt nicht so eiskalt bist wie Wolfsburg, aber weil da der Unterschied ist zwischen Aufsteiger und Platz 3. Und das Tor, was du heute machst, ist ein abgefälschter Rotzschuss, blöd gesagt, aus 25 Metern oder whatever. 1 zu 3 der Ehrentreffer hier noch zum Schluss.